Seit 20 Jahren ist der TMAX der beliebteste Sportscooter in Europa. Damals war es Yamaha gelungen, eine ganz besondere Mischung aus einfacher Bedienbarkeit eines Rollers und Performance eines Motorrads zu kreieren. Und der TMAX erfreut sich einer riesigen Beliebtheit, weswegen er auch immer weiterentwickelt wird. Wir stehen jetzt hier vor dem allerneuesten Modell in einer Farbe, die dem ersten TMAX von vor 20 Jahren Tribut zollt. Auf den ersten Blick erkennbar ist die komplett neue Verkleidung. Sie ist kompakter denn je und wenn wir mal auf die Front gucken, hier eine radikal sportliche Ansicht mit aggressiven Winglets lässt ein bisschen an Yamahas Supersportmodell erinnern. Auch die Scheibe ist neu und die Heckpartie ist jetzt wesentlich schmaler. Also praktisch wurde jede Komponente der Verkleidung angefasst und erneuert und trotzdem ist dieser Roller weiterhin als der kultige TMAX erkennbar. In Sachen Ergonomie wurden alle Parameter verändert, um eine neue Sitzposition zu kreieren, die ein bisschen weiter nach vorne gelehnt und ein bisschen sportlicher ist. Dafür kommt ein neuer Lenker zum Einsatz. Außerdem haben wir eine längere Sitzbank und längere Trittbretter, damit hat der Fahrer ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit. Und um die optimale Sitzposition zu finden, kann die Rückenstütze um 30 mm variiert werden. Kommen wir zum Fahrwerk des neuen Modells. Das hat eine Überarbeitung bekommen, ist insgesamt ein bisschen straffer für eine optimale Agilität und für ein bisschen besseres Gefühl fürs Vorderrad. Bei den Felgen kommt Yamahas spezielle Spinforge-Technologie zum Einsatz. Dadurch wird das Material extrem dünn und gleichzeitig extrem robust. Das macht die Felgen natürlich leichter, was wiederum zu einer niedrigeren, ungefederten Masse führt. Und auf diesen speziellen Felgen, da sitzt der speziell für diesen Roller entwickelte Bridgestone SC2-Reifen. Eines der größten Highlights des neuen TMAX ist definitiv das große Display, 7 Zoll TFT-Farbdisplay mit Konnektivität. Wir haben hier tiefgehende Menüs mit jeder Menge Einstellmöglichkeiten, alle Informationen übersichtlich und anschaulich dargestellt und für den persönlichen Stil kann sogar aus einer von 3 Tacho-Anzeigen ausgewählt werden. Das wohl smarteste Feature des neuen TMAX ist definitiv die Konnektivität. Über Bluetooth, WLAN oder USB kann ein Smartphone gekoppelt werden und mit dem kleinen Joystick am Lenker können wir dann übers Display das bedienen, die verschiedenen Einstellungen oder Funktionen bedienen. Wir können zum Beispiel Nachrichten empfangen, den Wetterbericht lesen oder über ein separates Headset telefonieren oder Musik hören. Nachrichten lassen sich dabei logischerweise nur im Stand anzeigen. Mit einem separaten Abo lässt sich das Display des TMAX auch in ein Garmin-Navigationsgerät verwandeln. Die Route und Geschwindigkeitsbeschränkungen werden dann direkt im Display angezeigt und auch die nächste Abbiegung wird übersichtlich und realistisch dargestellt. Mit dem Smart Key kann der TMAX weiterhin wie gewohnt ganz bequem mit dem Schlüssel in der Tasche bedient werden. Neu gestaltet sind dabei die Bedienelemente und neu dazugekommen ist das Feature, dass bis zu 2 Minuten nach Ausschalten der Zündung der Tankdeckel ganz bequem bedient werden kann. Den TMAX gibt es natürlich auch wieder in der Premium-Variante TMAX TechMAX. Der verfügt dann zusätzlich über Sitzheizung, Griffheizung, eine elektrisch verstellbare Scheibe, ein Cruise-Control-System und viele weitere Premium-Spezifikationen. Den TMAX gibt es 2022 in Extreme Yellow, in Icon Blue und in Sword Grey. Den TMAX TechMAX, den gibt es in Dark Petrol und in Power Grey. Die unverbindliche Preisempfehlung für das Standardmodell beträgt 13.099 Euro und für die TechMAX-Variante werden 2.100 Euro Aufpreis fällig. Beides inklusive der Nebenkosten. Beide Modelle gibt es dann ab März 2022 bei den deutschen Yamaha-Partnern.